Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Long Dark. Ja, wir haben letztes Mal hier diese wunderschöne neue Welt erkundet und jetzt gucken wir, wobei ich könnte vielleicht hier oben nochmal schauen, einfach mal so ein bisschen, ne, hinter die Felsen gucken. Vielleicht haben wir Glück, oh, ich muss aufpassen, hier hinten war der Bär, ne? Vielleicht haben wir Glück und finden da mal irgendwas, denn, wie gesagt, ich kann mir das halt echt nicht vorstellen, dass hier gar nichts ist. Ich meine, irgendwo muss ja zumindest mal eine kleine Hütte sein. Na nee, gut, im Zug kann man das, könnte man sagen, ist eine Hütte. Aber ich weiß nicht, also es ist irgendwie, ne, also es ist, irgendwie ist hier nichts. Und davon sehr viel. Nee, so ein paar umgekippte, das klang gerade sehr hallend. Nee, hier ist nichts. Schauen wir mal, ob hier, wenn wir hier hochlaufen. Nee, hier ist auch nichts. Hier ist nichts, wie gesagt. Gar nichts, würde ich sogar fast schon sagen. Okay, da könnten wir uns mal hinbewegen, in diese Ecke da. Vielleicht haben wir Glück. Und da ist irgendwas. Weil das sieht mir aus, als wenn da irgendwas gebaut wurde. Und da oben sind auch wieder Krähen. Oh, da ist ein Wolf. Den wollen wir denn doch eher nicht haben. Aber ich glaube, ich habe das auch so eingestellt, dass die eher weglaufen als angreifen oder so. Mal schauen. Oh, da ist wieder ein Kadaver. Oh. Ja, alles gut. Nicht hier lang laufen? Mann, muss ich erstmal dahin laufen oder was? Das ist ein bisschen blöd gemacht hier. Mit diesem dünnen. Ah, wobei, ja. Ich meine, wir haben es minus 18. Ne, warte mal, das ist gefühlt 18 Grad. Wir haben es 8 Grad, ne? Ja, gut, man weiß ja nicht, wie lang diese Kältewelle wohl bei diesem ganzen Schnee. Also, ich glaube nicht, dass da überhaupt. Ist das eine Hütte? Das ist wieder ein umgestürzter Baum. Ne, das sieht nach einer Hütte aus, ne? Oh, da auch. Da sind Hütten. Da sind Hütten. Juhu. Da sind Hütten. Da gehen wir gleich hin. Und werden mal schauen, dass wir ein paar, na, sag schnell, ein paar Klamotten finden. Ich weiß gar nicht, komme ich da jetzt so einfach hin? Sehr dünnes Eis. Dann gehen wir halt hier lang. Na gut, ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, wenn wir, wenn man wirklich so stranden würde und hier wäre ein großer See, ich glaube, dann würde man von Natur aus schon so diese, den sicheren Weg wählen und nicht über irgendein Eis latschen, wo man nicht wüsste, wie dick das ist und so. Also ich glaube, oh, falscher Knopf, da wollte ich drauf drücken. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen realistisch. Also so jetzt von der vom gesunden Menschenverstand aus, ne? So, okay, alte Heimat der Familie Spence. Okay, hoffentlich finde ich die Familie Spence jetzt hier nicht. Birkenrinde. Ach, komm. So. Oh. Rucksack. Leer. 10er. Oh gut, solange wir das Gewehr noch nicht haben, haben wir ja so viel Möglichkeit. Alter, hier liegt aber auch Holz rum, ne? Tannenholz. Was bist du? Nichts. Doch, warte. Bretter. Mhm. Das ist Stroh vermutlich. Okay. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier im Haus. Ja, es ist ja auch kein richtiges Haus. Mann. Wo haben die denn gewohnt? Oh, Schuhe. Das ist gut. Na komm. So, guck mal, Kollege. Hier. Anziehen. Arbeitshandschuhe. Hier. Sollte auch besser sein. Oh, nee. Okay. Ablegen. Säge haben wir. I could use this. Nein, kannst du nicht, denn das ist scheiße. Was haben wir hier noch? Überleben in der Natur. Okay. Ja, nein, ja. Oh, da oben ist was Warmes.
Ja. Das ziehen wir direkt an. Wo haben wir hier? Jacke, Jacke, Jacke? Nein, da. Ja. Anziehen. So. Dann, oh, hier ist ein schöner Ofen. Ja, super. Ja, vermutlich. Oh, da unten geht es auch noch irgendwie rein. Zeitungspapier. Buch. Ein Bett. Eine nutzlose Notiz. Ja, Mensch. Kanister. Okay, eine Kabeltrommel. Too heavy. Ganz ruhig, wir machen hier gleich ein Feuerchen an. Gewehrmunition. Für nur das Gewehr. Wir machen doch hier gleich Feuer. Gucke doch, Kollege Schnirschow. Ah, das ist. Ach, das ist eine Schmiede. Ah, okay. Ja gut, dann. Okay, ja gut. Dass du dich da jetzt ein bisschen zu warm fühlst, kann ich nachvollziehen. Ablegen. Gut, hier haben wir also nicht die Möglichkeit, ein Feuerchen zu machen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Haben wir hier die Möglichkeit, irgendwo ein Feuer zu machen? Na, sieht auch eher schlecht aus. Okay. Haben wir sonst irgendwo die Möglichkeit, ein Feuer zu machen? Nee, das ist ein Baumstumpf. Gut. Anscheinend nicht. Aber wir versuchen mal dahin zu gehen. Da war ja auch noch eine kleine Hütte. Und wir haben schon mal ein Messer gefunden. Das ist ja auch schon mal was wert. Ich meine, da war auch noch ein Hammer oder so, aber ganz ehrlich. Obwohl, warte mal, da stand ja benötigt Schmiedetemperatur 150 Grad. Nicht da, aber irgendwo muss ich das Ding doch anzünden können, ne? Hätte ich da vielleicht nur den falschen Schmiedeofen, da. Genau. So. Feuer machen. Supi. Looks like it worked. So, und jetzt haben wir doch hier die Möglichkeit, die ganze Kohle da mal reinzuschmeißen. Also, wir machen jetzt erstmal hier, na? So. Bisschen, na, hier. Nein, Tannenholz erstmal hinzufügen. Und jetzt machen wir nochmal ein bisschen Zedernholz hinzu. So, jetzt haben wir schon mal 5 Stunden Feuer. Und wenn ich jetzt die ganze Kohle, die hier rumliegt, einsammle, ich denke, und das ganze Holz hier, dann können wir da sicherlich einige Minuten Feuer machen. Ne, also Zedernholz, ja, ich meine, wie viel Kohle hier rumliegt. Wann können wir das denn, gucken wir mal, wann wir das hinzufügen können. 21 Minuten, okay, was sagt unser Gewicht? Hm, wir sind ein bisschen drüber. Okay, hm. Wieso ist das gefroren? Na gut, dann. So, ich hoffe, das kommt jetzt irgendwann mal. Warte mal, das können wir erstmal ablegen hier. Warte mal. Nein, wir legen. Na, wobei. Doch, wir legen das ab. Blödsinn. Ablegen. Und die Kohle können wir auch mal ablegen. Da legen wir mal einfach mal alles ab. Ja. Moment. Ah, 34 Grad. Super, super, super. Denn jetzt werden wir. Ah, wir können ja nichts garen, oder? Warte mal. Wenn ich jetzt hier auf die Dose. Ach, wir haben nichts zum Öffnen, oder? Ah doch, komm. Essen. Wir probieren es mal. Dann müsste ich ja diese Dose haben. Die müsste ich draufstellen können. Ich kann das Zeug ja auch nicht garen, ne? In irgendeiner Form, oder? Moment. Da. Verwenden. Ne, Wasser schmelzen kann ich. Na gut. Warum nicht? Garen. Notfalls muss ich das Fleisch halt wegschmeißen. Ich verstehe halt zwar nicht, wie das Fleisch. Wie heißt das? Wie das Fleisch überhaupt schlecht werden kann. Moment. Kohle. Ah, gut. Das warten wir noch fix und dann schmeiße ich da wie gesagt die gesamte Kohle rein. Oder vielleicht ein, zwei Dinger nicht oder so, aber ich meine, wir werden hier, denke ich mal, nicht mehr herkommen. So, Kohle. So. Jetzt haben wir 11 Stunden Energie und das Ding sollte, ja, also die Hitze sollte, glaube ich, 9 Minuten bis Schmelzpunkt. Okay, na gut. Dann. Ah, wir haben leider kein.
Ach, warte mal, hier liegt ja auch noch Schlafsack, bräunig. Verschlossen. Altes Holz, also wie hat Holz und sowas liegt hier. Nähzeug, das sieht gut aus. Stoff. Was liegt da noch? Naja, Gewehrmunition hatten die hier aber gehortet, sag ich mal so. So. Wie sieht das jetzt aus? Jetzt musst du doch langsam mal auftauen, Kollege. Improvisiertes Beil, improvisiertes Messer, Pfeilspitzen, Metallschrott, warte mal. Also wenn ich das jetzt schon... Ne, Metallschrott, schwerer Hammer, warte. Herstellen. Ich bin ja mal gespannt. Ist einfach nur mal... Cool. Zwei Pfeilspitzen, das ist ja geil. Was haben wir hier noch? Okay. Ja gut, dann können wir den Hammer ja eigentlich erstmal wieder ablegen. Ablegen. Jo, cool. Warte mal, das können wir auch mal ablegen. Wie sieht das mit müdig? Gut, okay. Warte mal. Wir haben ja eigentlich noch genug. Aber gut. Warte mal, nee, wir nehmen das alte Holz mal. Ja, das Buch möchte ich bei Gelegenheit noch lesen. So, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Und... schlafen mal 3 Stunden. So. Oh, warte mal. Das Wasser oben drauf. Das ist, glaube ich, gleich verdunstet. Aber ist egal. Wir haben genug Hitze. So. Und wir haben leider keinen Kochtopf. Aber gut. Genau. Garen. 19 Minuten. So. Was sagt die Uhr? Oh, es wird langsam dunkel. Dann werden wir hier nochmal ein bisschen erkunden, würde ich sagen. Wo sind denn hier diese Krähen? Warte mal. Ich glaube, was ich wirklich machen kann, ist, das wird immer schlechter hier und ich kann es ja eh nicht garen. Warte mal, war das denn hier? Essen. Da. Ablegen. Ablegen. Weil, hoffentlich friert das dann nicht so. Oh, guck mal. Oh, dann machen wir uns noch mal ein paar Pfeilspitzen, würde ich vorschlagen. Herstellen. Was nun schon wieder? So. Alter. So. So, kann man den Hammer nochmal ablegen? Moment. Hier. Werkzeug. Wo haben wir's? Da. Ablegen. Aber gut, hier wissen wir schon, was hier eine Schmiede ist. Das ist schon mal. Oh, warte mal, was liegt dahinter? Kohle. Okay. Okay, ich dachte, da wäre jetzt noch was Sinnvolles gewesen. Gut. Hier werden wir auf jeden Fall die Nacht verbringen. Bis zum Schmelzpunkt. Ja, okay. Warte mal, dann können wir auch mal was essen. Da. Und zwar Essen. Ja, schade, dass ich keinen Tee habe oder sowas. Frisches Trockenfleisch. Okay. Warte mal. Wir können Zeit nutzen. Okay, die Kohle schmeißen wir dann noch mit rein. Kohle, Brennstoff hinzufügen. Ah, okay, die Schuhe werden auch langsam trocken. Warte mal, das hier. Aktion. Und zerlegen. So. Oh ja, er braucht was zu trinken. Alter! Hier. Was ist das? Nein, das hier. Abgestandene Kondensmilch. Ja, das, also ich warte jetzt hier, bis das fertig ist. So. 17 Minuten. Halt. Halt, 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 halt. Oh gut, die Schuhe kommen langsam. Das kommt auch langsam. Haben wir hier irgendwo... Oh ja. Aktion. Wie lange brauchst du? 1 Stunde? Nein, das warten wir nicht. Haben wir irgendwas Kleines? Wobei, die Jacke würde ich halt gerne noch reparieren. Aber die Schuhe müssen auf jeden Fall. Aber erst, wenn das alles trocken ist. Denn, oh, kurz bin ich gedrungen. Denn, sonst fangen wir wieder vorne an. Bis zum Schmelzpunkt. Ja.
Boah, 200 Grad. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier stehen würde bei einer Schmiede, die 200 Grad hat, da könnte ich nicht stehen. Aber gut, aber gut, aber gut. Wir haben Energie, wir haben nicht mehr genug Essen. Aber wir haben Wärme. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Warte mal, kann ich daraus eigentlich Schrott machen? Werkzeuge. Kann ich das Ding jetzt nehmen? Aktion? Tatsache. Okay, aber wir legen das erstmal ab. Denn wir haben eigentlich genug. Was ist das hier? Angelzeug. Ah, das ist direkt Angelzeug schon. Cool. Da können wir mal gucken, ob wir mal Gelegenheit einen Fisch bekommen. So 18 Minuten bis zum Siedepunkt. Nicht trinkbares Wasser. Das sagst du. Okay, was haben wir? Ich probiere es jetzt nochmal, ob ich das in irgendeiner Form garen könnte. Steht da denn irgendwas zum Garen? Warte mal, nein, warte, da. Sollte vor dem Verzehr gegart werden. Ja, aber wie gar ich das? So, warte mal. Wie gesagt, das warten wir jetzt noch kurz ab. Tut mir leid, dass es ein bisschen dauert. Warte mal, kann ich mit dem Hammer vielleicht das Ding öffnen? Brecheisen. Also ich würde vermuten, dass jetzt mit dem Hammer oder auch mit der Bügelsäge vermutlich auch irgendwie machen könnte. Oh, es kocht. Ja. Dann haben wir nämlich schönes. Ah, dass ich jetzt keinen Kaffee oder Tee hätte. Das wäre natürlich auch nochmal sehr geil. Leider nicht. Ah, warte mal. Sorry, falscher Knopf. Aber wir können mal schauen. Hier, genau. Herstellen. Ah, nein. Abbrechen. Ja, nehmen. Und gleich nochmal garen. Und jetzt können wir. Jetzt können wir. Hier, da, herstellen. So. Was habe ich jetzt? Achso, okay, sich entzünden. Lack. Okay. Hagebutten, die vorbereitet wurden, um einen natürlichen Tee mit heilsamen Eigenschaften. Ja, das wäre halt eine schöne Sache. So, warte mal. Wir haben nämlich jetzt auch ein bisschen Wasser wieder, ne? Sorry, dass ich das so ein bisschen gerade zieht, aber ja, ne, man muss halt bei sowas immer dann doch schauen, wie man das macht. So, warte mal, wir können jetzt erstmal gucken. Aktion, nicht zerlegen, reparieren. 1 Stunde 30, ich glaube, bis dahin ist das wieder verdampft. Wo haben wir denn hier? Das hier, Aktion, reparieren. Ach komm, was soll's. Also, ne, da kocht's gerade. Ich glaube, es ist wieder leer, ne? Ja. Wie lange haben wir? 4 Stunden. Oh, haben wir so viel verballert. Aber gut. Ich denke, wenn ich jetzt sage, wir schlafen jetzt erstmal 12 Stunden. Ja. Irgendwann wachen wir eh auf wegen Wassermangel. Aber das ist dann halt so. So, ist natürlich wieder, wollte gerade sagen, ist natürlich wieder stockenduster, wa? Hier, trinken. So, wir haben noch eine Dose. Ich glaube, wir haben nämlich... Ach, wir haben noch Platz. Wir nehmen die einfach jetzt mit. Und wir versuchen jetzt noch den da, den hier vorne auf dieser kleinen Insel, zu erreichen. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Wir haben jetzt auf jeden Fall... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, du hast noch keinen Hunger. Also wenn ich da jetzt einen Kochtopf finden sollte, ja, also dann gehen wir nochmal zurück und versuchen das Rehfleisch nochmal zu garen. Und uns eine größere Menge Wasser, ein Boot, schmelzen. Oh, schön. Metallschrott. Nein, Metallschrott brauchen wir gerade nicht, die Spiele ist aus. Das bringt uns gerade herzlich wenig. So, Na los, hopp, hopp, bin den Kopf. So, was haben wir hier? Wir haben sie schwarz gebrannt, oder was? Zedernholz?
Aber sonst... Ja, hat sich nicht wirklich gelohnt, ne? Okay. Nun gut, dann würde ich sagen... Warte mal, komme ich hier? Nee. Dann gehe ich jetzt wieder zurück. Okay. Aber das hat sich gar nicht gelohnt. Schade eigentlich. Aber gut, gehen wir zurück. Und ich würde sagen, ich hüpfe dann einfach mal durch diesen Tunnel durch und schau mal, wo es uns hinführt. Warte mal, wir können glaube ich schon so direkt drüber laufen hier, ne? Ja. So. Oh, ups. Hm. Mal, wie gesagt, immer noch ein bisschen rechts und links gucken, ob wir da irgendwie was sehen und nicht, also nichts verpassen, meine ich. Ja, problematisch wird halt, wir haben nichts mehr zu trinken. Also, da hätte ich vielleicht wirklich nochmal auf einen halben Liter warten sollen. Aber ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich meine ganz ehrlich. Also, ich könnte jetzt einfach Schnee nehmen und lutschen. Ich meine also, dass ich, also in so einer Gegend könnte ich doch eigentlich nicht verdursten. Also erfrieren, okay. Ja, aber verdursten ist doch eigentlich gar nicht möglich. Und ich meine, was ich hier auch sehr seltsam finde, was nicht, dass das nicht funktioniert, ist, wieso kann ich zum Beispiel so Tomatensuppe nicht einfach so als Dose auf den, also öffnen und einfach als Dose auf den Ofen stellen? Wieso geht das nicht? Wieso kann ich das nicht machen? Das ist doch eigentlich so zum Erwärmen, sage ich jetzt mal so, die schnellste Methode. Oh. Das irritiert mich so ein bisschen, weil das würde ich halt machen. Ich meine, muss ja nicht kochen. Es reicht ja vollkommen, wenn ich sage, ja, ich stelle das jetzt einfach mal 5 Minuten drauf, ja, und dann ist es denn, keine Ahnung, 40 Grad warm, 50 Grad oder 60 oder 70 Grad, ist ja scheißegal, ja, aber es kocht halt nicht, aber es reicht ja aus, so zum Erwärmen. Das würde ich halt toll finden, wenn das irgendwie möglich wäre. Hm. Aber gut, ich meine, ja, man muss ja immer so ein bisschen Abstriche machen, das ist ja eine Simulation, ne. Aber trotzdem würde ich das halt feiern. So. Ich hoffe, jetzt kommt hier kein Iltis vorbeigehüpft und möchte uns mal das Bein annagen. Das wäre halt schon sehr blöd. Aber gut. Ich meine, wir haben auf jeden Fall Tonnen von Munition. Also wirklich, wir haben ja glaube ich 2 Packen Munition gefunden. Ich weiß gar nicht, müssen wir mal gleich nachgucken, wie viel da drin ist. Ich habe irgendwie auch so das Gefühl, ich habe in dieser Folge mehr gemacht, als in den ganzen letzten Folgen zusammen. So. Aber ich finde das halt immer cool, so wenn man, das finde ich halt auch so bei Unturned oder so ganz cool, wenn da halt so neue Karten kommen und man dann einfach so, sage ich, oh, warte mal, ich muss gleich was essen, das machen wir in der Höhle, und man einfach dann so ein bisschen erkunden kann, das finde ich halt immer super cool, das macht halt so viel Spaß, aber hier nervt mich halt wirklich, dass das halt so schlecht mit dem Laufen ist, ne? Also dass man halt wirklich immer warten muss und wieder warten und wieder warten. Das ist halt ein bisschen nervt. Wie gesagt, alles andere finde ich halt fein, ne? Auch mit der Müdigkeit und sowas. Ich finde zwar die Tag-Nacht-Zyklen könnten vielleicht, also das Nachtzyklus ein bisschen kürzer ist als der Tagzyklus. Aber gut, ne? Das ist dann wirklich schon Meckern auf hohem Niveau, sage ich mal so. Aber wir laufen jetzt in die Höhle. Da sind wir auch, also auf jeden Fall sind wir da windgeschützt. Was ja schon mal was wert ist. Can't feel my hands. Mhm. So. Na. Hier ist die Höhle. Mal gucken, ob wir da weiterkommen. Ich würde jetzt vermuten, das sieht definitiv nach einem Durchgang aus. Ja. Totes Marschland waren wir. Ah, okay. Sehr schön. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Rätsel sieht Zuglinie. Okay. Mal schön gucken, nicht, dass hier was rumliegt. Aber wir brauchen auf jeden Fall, wie gesagt, was zu essen, was zu trinken. Na gut, zu essen haben wir noch ein bisschen, aber zu trinken bräuchten wir. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier endlich mal ein vernünftiges Häuslein finde. Wir wissen auf jeden Fall, dass eine Schmiede, das ist halt schon sehr geil.
Und wo uns das hier jetzt hinführt, kann ich halt auch nicht sagen. Wir laufen jetzt so lange weiter auf dieser, wie heißt es hier, Zuglinie, bis wir Strommasten finden, ne? Wie man das halt macht. Wie gesagt, Strommasten, wenn ihr mal, ach, da sind schon welche, wenn ihr mal wirklich euch verlaufen solltet oder sowas, haltet euch immer wirklich an solche Sachen. Strommasten, hier Zuglinien etc., die führen über kurz und lang, führen die euch immer in eine Stadt. Ja? Weil, wie gesagt, sonst würden sie die nicht bauen. Dann wären sie nutzlos. Naja, oder zumindest irgendwo hin, wo ihr, sage ich mal, Zuflucht finden könnt. Ich meine, auch bei den Zuglinien gibt es ja, sage ich mal, diese Streckenposten, wo man, Moment, ich glaube, ich muss da runter. Ich glaube, hier geht's nicht weiter, ne? Wo man halt vermutlich auch irgendwie in irgendeiner Form Telefon findet oder sowas. So. Okay, das bringt mir hier nichts. Dann ist er wieder zurück. Ja, und du hast... Ja, ich weiß. Unterkühlungsrisiko. Ich weiß. Und was ich halt gleich, sobald wir mal einen Ofen finden, noch probieren möchte. Wenn wir heißes Essen essen, sage ich jetzt mal so, dann sollte uns das ja von innen aus wärmen. Ich fresse ja immer nur kalte Scheiße. Aber ich bin der Meinung, dass... Oder hatte ich das schon mal gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das hatten wir sogar schon einmal gemacht. Ne? Oder hatte ich das bei einem Game gemacht, sodass ich einfach so gespielt hatte. Okay, hier könnten wir... Ne, hier können wir nicht hochlaufen. Hier ist eine tiefe Schlucht. Da ist ein Iltis. Ah, schöner Wasserfall. War ich hier nicht schon mal? Ne, das ist, glaube ich, derselbe Wasserfall wie aus dieser anderen Karte, ne? Also zumindest von der Optik her. Oh, da muss ich gerade an... Ah, da war ich als Kind mal auf dem Brocken. Da war auch so ein Wasserfall. Das war halt... Also, ich war früher bei den Pfadfindern. Und da im Winter wurden da halt immer so kleine Rodelausflüge, sag ich mal, gemacht. Und da war auch so ein Wasserfall. Der hat halt... der noch am Fließen war. Aber der war von... Also, es war quasi außen eine Schicht Wasser. Und innen drin war da noch flüssig. Das sah halt richtig geil aus. Also, wie gesagt, das ist gar nicht mal so abwegig, wie das da dargestellt ist. Ja, und wo bin ich jetzt hier? Wie komme ich jetzt hier weg? Und ja, also irgendwie, bringt mich das jetzt... Komme ich da hoch? Nee. Da an der Seite vielleicht. Mal schauen, also irgendwie muss ich hier wegkommen. Da ist ein Bär. Nee, das ist kein Bär. Und von da bin ich gekommen. Dann muss ich vielleicht nach hier links... Links weiter? Nee, da ist der Wasserfall, ne? Ja. Ja gut, dann probieren wir unser Glück da hinten weiter. Also irgendwo... Na? Was war das? Interessant. Ja, wie gesagt. Wenn er sobald da anfängt zu meckern, gebe ich ihm halt was zu essen. Oh. Okay. Ja, die haben Schiss. Ja, ich habe diesmal wirklich auf einfach gestellt, weil ich mich um... Ah, da unten liegt was. Weil ich mich um die Viecher halt echt nicht kümmern will. Ich will eigentlich so ein bisschen mehr erkunden und sowas. Oh, eine Mütze. Eine Cappy, meine ich. Wieso kann ich dem jetzt nicht die Schuhe klauen? Wo geht's hier weiter? Nee. Alter, wo komme ich denn... Wie komme ich denn hier weiter? Hier komme ich auch nicht... Nein, das ist viel zu steil, nein. Okay. Ich hatte ja gehofft, dass ich da zumindest ein bisschen was zu essen finde. Hier nicht. Ah, da komme ich rüber. Okay. Dann müssen wir hier, glaube ich, wieder auf den Hügel drauf. Und dann können wir da rüber hüpfen. Sehr schön. Ich hoffe, ich gehe nicht wieder drauf, ey. Das war halt so ärgerlich. Ah, es ist immer noch... Ich ärgere mich immer noch über mich selber. Das ist halt, ja, ne, man nimmt das auf, denkt so dennoch so groß, wirklich so richtig groß, schnauzig. Boah, ne, überleben wir schon, wir laufen jetzt einfach mal los und dann verreckt man, Alter. Ja, so ärgerlich. So, nicht runterfallen. So, was sagt die Energie? Die läuft auch noch. Ja, sehr schön, was ist das hier? Eine Feuerstelle. Okay, was haben wir hier? Sardinen, Baumwollmütze, ja. Ohne Axt, das ist gut. Lagerfeuer ausgebrannt, gut.
bringt uns jetzt erstmal nicht viel. Wir laufen jetzt erstmal, wie gesagt, weiter. Denn da können wir leider nichts drauf schmilzen. Ich will auch irgendein Gebäude. Aber ich glaube, auf Lagerfeuer könnten wir Fleisch garen, oder? Das müsste doch eigentlich gehen, würde ich mal behaupten. Ich müsste eigentlich auch mal gucken, ob das irgendein kranker Knispel hier mal so auf hart, also auch wirklich auf Hardcore gespielt hat. Wie das halt so ist, ey. Meine, das können wir, glaube ich, auch mal probieren, aber ich glaube, da gehe ich echt sofort drauf. Oder halt mal diesen Story-Modus oder so. Das könnte man eigentlich, hätte ich eigentlich auch mal starten können, ja. So, okay, hier ist wieder wie heißt das hier? Oh, ich sehe gerade, wir sind schon wieder am Ende der Zeit, aber gut. Wir laufen hier nochmal zumindest ein bisschen weiter, bis wir da hinten ist irgendwie was gebautes. Ja, ist eine Brücke oder sowas. Bis wir hier... Ja, okay, ich weiß, was drin auch. Komm her. Schokoriegel, komm. Ja, so, zufrieden? So. Ja, bis wir hier nochmal da hinten sind. Und dann mache ich kurz einen Cut. Und schließe dann auch gleich, die nächste Folge quasi an. Denn, ich denke, dass, wenn man gerade so am Aufnehmen ist und einem Durchzug, ist das schon nicht verkehrt. Oh, kommen wir hier rein? I think I can use this. Ja, kannst du, aber die Schuhe, die du jetzt hast, sind, glaube ich, deutlich besser. So, wir laufen jetzt trotzdem weiter. Wir können leider nicht... Also, weißt du, so eine Lokomotive. Wer benutzt denn so eine Lokomotive bei so einer Arschkälte hier? Also, das kann ich mir jetzt auch nicht als sehr sinnvoll vorstellen. Okay. Ja, ich weiß, du bist müde. Ich kann das nachvollziehen. Ich bin auch müde. Aber interessiert ja auch kein Arsch, ne? Keine Höhle. Gehen wir mal nach da schauen. Nahrung wird echt kritisch. Aber wie gesagt, wir haben ja noch ein bisschen was zu essen. Ich brauche eher was, womit wir Wasser schmelzen. Oh, ich glaube, hier ist was. Ich glaube, hier... Ja. Ich glaube, hier sieht es gut aus. Oh, auf jeden Fall ist hier ein Auto. Das ist ja schon mal was wert. Jo, da unten ist eine Hütte. Okay, das erkunden wir später. Ich würde sagen, wir machen hier kurz Escape, damit wir keine Energie verbröseln. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl, haut rein, tschüss.